135 Milliarden Euro an Steuermitteln bis zum Jahr 2027 für die gesetzliche Rentenversicherung geplant. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, bei diesen Zahlen, die ich Ihnen jetzt vorstelle, kann ein nur noch schwindlig werden und vor allen Dingen Angst und Bange. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat, ich zeige Ihnen das gleich mal, die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag am 18.08.2023 mit der Drucksache 20.7801 die Zahlen, die Finanzplanung des Bundes von 2023 bis 2027 vorgelegt. Und uns interessiert natürlich dabei, mich als Rentenberater, vor allem, was der Bund für Ausgaben für die deutsche Rentenversicherung oder für die gesamte Rentenversicherung plant. Und dort gucken wir einfach mal in die Planungen rein und sehen schon für das Jahr 2023 mit Rundungsdifferenzen möglich, dass wir als Steuerzahler 111 Milliarden Euro oder knapp 112 Milliarden Euro hier zahlen. Das sind 84 Milliarden Euro allgemeine Zuschüsse zur Rentenversicherung und dann Beiträge für die Kindererziehungszeiten und noch Einzelbeiträge, knappschaftliche Rentenversicherung und so weiter. Und im Jahr 2024 steigt dann der Bundeszuschuss auf 117 Milliarden Euro. Das müssen Sie sich einfach mal angucken. Dann auf 123 Milliarden Euro im Jahr 2025. Und last but not least, in noch nicht einmal 4 Jahren auf 134 Milliarden Euro. Das heißt also über 20 Milliarden Euro mehr Bundeszuschuss im Jahr 2027 in der Planung gegenüber dem Jahr 2023. Und jetzt gucken wir uns mal noch eine Zahl an und damit Sie auch die Dramatik verstehen, was hinter diesen Zahlen sich verbirgt. Der Bundeshaushalt für das Jahr 2023 wurde in Höhe von 476 Milliarden Euro beschlossen. Und zwar über ein Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 vom 5.8.2022. Meine Damen und Herren, gucken Sie mal hier, 476 Milliarden Euro und das sind die Ausgaben alleine aus dem Bundeshaushalt für die gesetzliche Rentenversicherung. Also 25% des Bundeshaushaltes gehen für Bundeszuschüsse für die gesetzliche Rentenversicherung drauf. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese Zuschüsse steigen aus meiner Sicht dramatisch an bis 2027. Meine Damen und Herren, das sind Zahlen, die uns ganz klar vor Augen halten, dass es extrem wichtig ist, dass wir endlich über eine einheitliche gesetzliche Renten- und Krankenversicherung nachdenken. Vor allen Dingen in der Rentenversicherung müssen alle einzahlen, denn der Bundeszuschuss steigt und steigt. Wir brauchen schlicht und ergreifend mehr Beitragszahler und wir brauchen auch eine Verbreiterung der Beitragsbemessungsgrenzen. Ich bin ja dafür, dass wir die Beitragsbemessungsgrenzen generell abschaffen. Aber das soll Ihnen einfach mal die Dramatik dieser Zahlen diese Zahlen soll Ihnen einfach mal die Dramatik auch der demografischen Entwicklung zeigen, dass wir immer mehr Geld in die Rentenversicherung, aber auch Geld riesig, also viel, viel Geld in die Pensionsversicherung, in die Pensionsabsicherung von Beamten reinstecken. Da liegen wir ja im Jahr 2023 bei über 70 Milliarden Euro. Wenn wir diese 111 Milliarden Euro oder 112 Milliarden Euro und die 70 Milliarden zusammenrechnen, dann sind wir schon bei, ich kann das gar nicht ausrechnen, bei über 180 Milliarden Euro und da sieht die Summe dann schon ganz, ganz anders aus. Also das ist sozusagen einfach mal die Geschichte, die uns hier die Bundesregierung für den Bundestag aufgearbeitet hat und uns mitgeteilt hat, wie die Zahlen für die Zukunft aussehen, was an Bundeszuschuss, an Steuermitteln für die Rentenversicherung aufgebracht werden muss. Bitte eins nicht vergessen, die Rentenversicherung ist ein umlagefinanziertes System. Das heißt also, wir haben Beitragseinnahmen, aber die reichen bei Weitem nicht aus, um die Arbeit der Rentenversicherung durchzufinanzieren. Deshalb auch den Bundeszuschuss. Also, ich hoffe, Sie sehen die Zahlen und können sich darauf dann auch Ihren eigenen Reim bilden.
Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.